Michael Naseband telefoniert mit dem aufgebrachten Staatsanwalt. Herr Staatsanwalt, Sie glauben doch nicht, dass wir mit der Presse gesprochen haben. Die haben bestimmt wieder Polizeifunk mitgehört. Es geht hier um Diskretion. Und Tatsache ist, dass in letzter Zeit immer wieder Sachen aus diesem Ermittlungsverfahren an die Presse gelangt sind. Ohne dass wir was herausgegeben haben. Und das darf wohl nicht sein. Na, ich sehe gerade, hier kommt ein anderer Anruf rein. Also, wir müssen das Gespräch leider beenden. Ich melde mich dann wieder, ja? Gut, ich verstehe. Ja, aber ich sage Ihnen eines, Herr Naseband. Das letzte Wort in dieser Sache ist noch nicht gesprochen. Ach, Wiederhören. Naseband K11. Mir reicht jetzt! Scheiße, ich bring meine Frau jetzt um, die das Miststück! Hallo, wer ist denn da? Können Sie mich hören? Ja, sicher! Ja, mal ganz ruhig, es gibt doch für alles eine Lösung. Wir werden Ihnen bestimmt helfen. Ich brauche eure Hilfe nicht! Hören Sie, jetzt hören Sie doch mal auf mit dem Mist, was soll das denn? Hallo? Hat der seine Frau erschossen oder was? Hat sich so angehört. Ja, ich brauche die Adresse zu der Telefonnummer. Aber schnell, ja? Ja, Michi, was gibt's? Alex, hier hat gerade eben ein Typ angerufen. Der war total außer sich und hat gedroht, seine Frau umzubringen. Ja, ich habe dann versucht, ihn zu beruhigen und dann ist ein Schuss gefallen. Von wo kam der Anruf? Die Leute heißen Peters, Barbarossa Straße 2. Alles klar, wir fahren hin. Und Leute, seid vorsichtig. Ja, der Typ ist bewaffnet und wahrscheinlich noch im Haus. Ja, sicher, Michael. Bis nachher. Ja, ciao. Hallo, hallo, Sie. Sind Sie von der Polizei? Da im Haus ist eben ein Schuss gefallen. Ich bin Polizeireporter. Ich weiß nicht, wo die Polizei bleibt, aber ich frage direkt mal nach. Ja, tun Sie das. Ja, ich klingle mal eben bei meinen Nachbarn. Wir sind von der Kripo. Rietz. Krass. Na endlich, der Polizeireporter ist auch schon da. Er wollte sich gerade erkundigen, wo Sie bleiben. Der Polizeireporter. Woher wissen die immer so schnell Bescheid? Ja, Funk abgehört. Okay, mit denen kümmern wir uns später. Haben Sie irgendjemanden aus dem Haus kommen sehen? Nein, niemand. Ich habe nur den Schuss gehört und wollte nach dem Rechten sehen. Okay. Kennen Sie die Familie Peters? Ja. Haben Sie Herrn Peters gesehen? Nein, was ist denn mit ihm? Ja, jetzt bleiben Sie erstmal ganz ruhig. Sie bleiben draußen, wir gehen da rein, ja? Und der Ehemann war weg, als ihr gekommen seid? Ja, wir müssen ihn ganz knapp verpasst haben. Alex gibt gerade eine Fahndung raus. Kannst du denn schon was sagen? Ja, also der Todeszeitpunkt, würde ich mal sagen. Ja, den Todeszeitpunkt kennen wir. Ja, den Kopfschuss siehst du ja auch. Hier, das ist eindeutig eine Stanzmarke. Es handelt sich also um einen aufgesetzten Schuss. Hier im Hinterkopf ist die Ausschussöffnung. Über eine Hinrichtung. Könnte man so sagen. Ja, wie es hier so aussieht, war der Töter wohl recht wütend. Ja, Michael hat noch versucht, ihn am Telefon zu beruhigen, aber dann fiel der Schuss. Die Fahndung läuft. Michael konnte die Handynummer des Ehemanns ermitteln. Jetzt können wir nur hoffen, dass er sein Handy auch anhat, damit wir es orten können. Was ist denn? Der Timer der Toten. Die hätte heute eigentlich noch einen Termin gehabt. Mit einem Manuel Lese, das ist ein Rechtsanwalt. Termin bei einem Anwalt? Vielleicht war das der Auslöser für die Tat. Es kann doch sein, dass sie die Scheidung einreichen wollte. Er ist durchgedreht und peng. Das kann gut sein. Und jetzt?
Jetzt sollen die Kollegen erstmal mit den Anwohnern und diesem Reporter sprechen. Ja, bloß, dass dieser Reporter nicht mehr da ist. Hat sich nicht von der Nachbarin aufhalten lassen. Dieser blöde Pressefuzzi, der weiß wahrscheinlich ganz genau, warum. Der hat mit Sicherheit unseren Funk mitgehört und wusste, dass das Ärger gibt. Keine Angst, den kriegen wir schon. Ja, aber jetzt sprechen wir erstmal mit diesem Anwalt. Vielleicht kann der uns da weiterhelfen. So, tschüss, Leute. Ja. Ciao. Tschüss. Und Sie möchten wirklich nichts trinken? Danke. Dann wünsche ich viel Spaß. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Die beiden sind gute Freunde von mir. Sie kennen sich also schon länger? Seit der Uni. Ich war immer als Taufpate vorgesehen. Aber leider ist es beim Kinderwunsch geblieben. Und wie lief die Ehe der beiden? Ganz gut? Waren die beiden glücklich? Höhen und Tiefen, wie bei allen anderen auch. Aber sie passen gut zusammen. Sie haben sogar eine... Sie hatten sogar eine eigene Firma. Anlageberatung. Sehr erfolgreich. Mhm. Haben Sie eine Ahnung, wo der Ehemann sein könnte? Das weiß ich wirklich nicht. In den letzten, bestimmt 4 Wochen hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihnen. Lutz Peters hat seine Frau nicht getötet. Ja, aber das glaube ich keine Sekunde. Warum sollte er das tun? Aber es sieht alles danach aus. Und was wollte Freier Peters heute bei Ihnen? Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Wir haben in Ihrem Timer einen Eintrag gefunden, dass sie heute mit Ihnen verabredet war. Davon weiß ich nichts. Vielleicht wollte sie spontan vorbeikommen. Kann ja sein. Ja, aber würde sie einen privaten Besuch eintragen in Ihren Timer? Hören Sie, was erwarten Sie, dass ich Ihren Job mache? Vielleicht war es sogar irgendwas Berufliches. Schließlich vertrete ich die beiden ja auch. Möglicherweise wollte sie einen Rat. Oh. Entschuldigung. Hat Lutz Peters vielleicht am Wochenende Haus? Okay. Er hat kürzlich eine Wohnung gekauft, ja? Und wo ist die? Auf Mallorca. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dahin will. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Denn wenn er den Flughafen benutzen würde, dann hätten wir ihn. Gibt es denn irgendeinen anderen Ort, wo er sich verstecken könnte? Nicht, dass ich wüsste. Herr Lese, überlegen Sie nochmal. Es ist wirklich wichtig, dass wir ihn finden. Hören Sie, ich weiß es nicht. Und wenn, ich würde es Ihnen sagen, glauben Sie mir. Okay, machen wir, ciao. Gerrit, wir müssen los. Das Handy von Lutz Peters wurde geortet. Okay. Falls Ihnen noch irgendetwas einfällt, rufen Sie mich an. Mach ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist der Wagen des Ehemanns. Aber wo steckt der? Oh nein, was für ein Mist. Was denn? Sein Handy. Mann, der kann längst über alle Berge sein. Ohne sein Handy haben wir keine Möglichkeit, ihn ausfindig zu machen. Und das muss er wohl gewusst haben, sonst hätte er es nicht hier gelassen. Er muss ja davon ausgehen, dass wir ihn suchen. Vielleicht hat er auch einen anderen Wagen genommen. Nee. Ich glaube nicht, dass der geplant hatte, seine Frau umzubringen. Und woher sollte der so schnell einen zweiten Fluchtwagen haben? Glaube ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Gerrit. Er ist tot. Sieht nach Selbstmord aus. Ich informiere mich halt.